Ja, die wollen uns erpressen. Wir haben nicht mehr den Schrott, um dem Erpressen nachzugehen. Schieß auf die Waffensysteme. Du, dahin. Schöne Nahkampferfahrung. Und schieß bitte, bevor sie schießen. Das wäre echt toll. Haha, ganz knapp auf den einen abgewehrt. Gut. Du gehst dich gleich heilen. Waffen sind total deaktiviert. Geh auf Schilde. Nee, der heilt nicht, weil er... Ja, okay. Das kriegen wir trotzdem hin. So viel Crew dürften die hier nicht mehr haben. Weil einer halt rübergebeamt ist und gestorben ist. Piu, 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 piu. Ah, versucht zu fliehen, aber unser Artillery Beam müsste gleich kommen. Nämlich jetzt. Crunch. Sehr gut. 31 Punkte. Dafür könnten wir den Artillery Beam mal aufstufen. Ich meine, 10 Sekunden schneller einen Superstrahl machen, ist schon ganz schick. Aber ne, wir brauchen unseren Schild. Das heißt, Schild erhöhen. Akzeptieren. Bringt uns jetzt sofort nichts, aber halt bald. Jump. Wir würden gerne zum... Kommt viel zu schnell näher. Zum nächsten Schiff. Ein Mantis-Schiff greift ein Zivilienschiff an. Wir helfen dem Zivilienschiff. Au. Dich deaktivieren wir kurz, mach die Krankenstation kurz an, damit unser Karis geheilt werden kann. Du schießt bitte auf die Waffensysteme. Komm, 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 schieß, bevor die schießen. Schieß, 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 schieß. Oh. Also einen Schuss haben wir schon mal du heil das da. Wir haben keinen Schaden gemacht. Na also. Aber zwei Hülltreffer bei uns, das ist nicht so toll. Na komm. Piu, piu, piu. Er muss auf jeden Fall noch viel mehr Erfahrungspunkte sammeln. Und der Mantis beim Reparieren eine echt doofe Idee. Aber wir brauchen unseren Data halt bei den Schilden gerade. Ja, komm, schieß auf die Schilde. Das macht so keinen Sinn. Sehr gut, alles beschädigt und jetzt müsste der den Todestreffer landen. Jo. So, 24 Schrott, Treibstoff, 2 Raketen und Schaden repariert. Das ist doch schick. Weiter. Alle zurück an ihre Posten. Sonst ist alles soweit. Genau, dich deaktivieren, dich aktivieren. Und wir hätten gerne... ein Schildding ins Meer. Akzeptieren. Jetzt deaktivieren wir den Hacker und wir deaktivieren das. Dann hätten wir theoretisch ein Schild mehr. Und mir ist momentan lieber, weniger Schaden zu nehmen, als die Superkanone einsetzen zu können. Weil wir schaffen selbst mit dem Burst Laser 2 die Gegner niederzubekommen. Die Superkanone ist nur ein Extra. Oh, wir können auch den Distress-Signal hier abfangen. Sehr gut. Ich will alles mitnehmen, was ich kann. Wir werden von Alienspinnen überrannt. Kann ich mir aussuchen, welche Crew ich schicke? Ich würde gern Karis rüberschicken. Q ist tot. Ja, Karis, du bist unser neuer Pilot. Wie kann Q sterben? Es ist ein Gott. Naja. Na gut, ein Mantis-Pilot kann auch nicht so schlimm sein. Auf zum Exit. Und eine privately owned ship construction Plattform. Was macht ihr denn so? Sensorsubsysteme. Ah, wir haben keinen Schrott. Schade. Na gut, wir springen weiter.
Mantis kontrolliert oder Civilian Sektor? Mantis heißt viel Pew Pew. Und wenn wir noch ein, zwei Schrottteile investieren in mehr Energie, dann können wir richtig gut Pew Pew machen und halten auch was aus. Also Pew Pew. Treibstoff haben wir auch genug. Alles gut. Jump. Da ist ein Store. Da ist ein Schiff. Da ist eine Sackgasse. Wir gehen zu dem Schiff. Hallo. Schon haben sie zwei Schildpunkte. Laser auf das da. Au. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir unsere Mantis ganz da hinten hinschicken. Und wir brauchen sie zum Steuern des Schiffes eigentlich. So, kaputt, kaputt. Nein. Also die kommen jetzt nicht durch unsere Schilde und wir nicht durch deren. Ja, sehr gut. Aha, doch, wir kommen manchmal durch deren. Aber ich glaube, so eine Situation hatten wir auch schon mal in einem der früherigen Leben. Also das erste oder das zweite. Aber es müsste theoretisch alles Erfahrungspunkte geben. Ja, genau, Schild-Upgrade. So kann das ruhig ein Stündchen dauern, aber ich habe absolut kein Problem mit. Dann haben wir den Super-Data. Komm, piu, piu. Alternativ könnt ihr einfach einen Punkt da wegnehmen und den Hacker mal anschmeißen. Weil das ist schon ein bisschen schummeln, wenn man sich durchgehend gegenseitig beschießt und alle werden super Soldaten. Also deaktivier bitte mal. Ich warte nochmal eine Runde ab. Naja, deaktivier das Schild. So. Zack. Schön weiter drauf schießen, zwischendurch mal was abzwacken, alles ist gut. Nicht unsere Drohne abschießen, das wäre echt super. Und wir können sogar sehen, wie schnell die am Reparieren sind, das ist auch gut. Ja, immer schön runterprügeln. Und sie kriegen auch jedes Mal Hüllschaden. Oh, level up, level up. Ja, gib ihm gleich ist der Rot und dann ist eh alles vorbei. Ich hoffe mal, er bringt uns so an die 20 Schrott, damit wir uns einen Energiepunkt holen können und den die Artillery Beam wieder anschmeißen. Ja, 25 Schrott, 3 Treibstoff, alles super. Ship, wir hätten gerne einen Powerbar. Der soll da rein. Sonst irgendwas? Ja, Nom Nom heilen, The Rock heilen. Und ich hätte echt gern einen neuen Piloten, weil Karis soll eigentlich hier irgendwo in der Mitte stehen, damit er Intruder abwehren kann. Achso, und wir sollten die Heilkrankenstation noch anmachen, sonst bringt das nichts. So, The Rock. Zurück dahin. Nom Nom, zurück dahin. Dich aus, dich an, springen. Ich will nicht in den Store, das bringt mir gerade gar nichts. Ich will lieber dahin. Oh. Ein Rebellen-Scout scheint deaktiviert zu sein. Wir können ihn auseinandernehmen für 14 Schrott oder sein Informationslager plündern. Ich nehme den Schrott. Ein Punkt fehlt. Okay, Jump. Was? Appear to be very close to a nearby sun. Pulsar is flooding this area with dangerous electromagnetic forces. Muss klingen. Übel. Beiden umgehe ich mal. Muss ja nicht sein. Was? Ein Autosurveyor, der keine Schilde hat und gleich wegspringen will. Ja, nee. Schieß. Hack. Hack mal die Waffen, weil die sehen garstig aus. Nö, durch zwei Schilde kommen die nicht durch. Hack mal. Ausweichrate. Zoink. Wir müssten jetzt alle drei Burst Laser treffen und das Ding eigentlich deaktivieren. Nee.
Was? Warum geht nicht unser Schild durch? Das ist nicht schön. So, Antrieb deaktiviert. Waffen bitte weg. Waffen müssen echt nicht sein. Oh, okay. Waffen deaktiviert, ganzes Ding deaktiviert. 17 Scrap, eine Rakete, eine Drohne. Gut, gut, gut. Irgendwer beschädigt? Nein. Weiter. Gegner kommt. Ja. Stopp. Schiff. Wir hätten gern ein Energiemeer? Fragezeichen. Nee, warte. Wir springen jetzt noch einmal dahin. Da haben wir wahrscheinlich einen Kampf, weil ein Schiff da ist. Danach könnten wir zum Store nochmal einkaufen. Es ist zwar ein Sprung verschwendet, aber wir haben immer noch tierisch viel Treibstoff. Ich glaube, das mache ich. Geh mal dahin. Und Mantis Scout. AKA Instant Fight. Wir hätten gerne ein Dingens auf deinem Schild, weil das sonst zu nervig ist, gegen dich zu kämpfen. Und wir hätten gerne noch mehr Schuss auf deine Schild. Jo. Und wir haben Gesellschaft. Du, geh mal kämpfen. Kaputt, 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 kaputt. Data sollte sich gleich zurückziehen, das wird sonst nichts. Und treffe bei den Schilden, gut. Schön da absaugen, das ist gleich repariert. Oh, unser Mantis gewinnt, ja. Nom nom. Und Feuer, sehr gut. Oh, nicht bei uns, nicht... Oh. Was zur Hölle? Das war nicht gut. Zwei Lebenspunkte noch. Warum verlieren wir so häufig Crew? Und ihn reparieren zu lassen, ist keine gute Idee. Mach mal die Türen hier auf, damit der Sauerstoff... Was? Achso, du kriegst auch zu viel Schaden. Ja, okay. Nom nom, zieh dich zurück. Warum sind wir gestunt? Also, unsere Schilde arbeiten nicht so, wie sie sollten. Die Krankenstation hat ein Leck. Du sollst die reparieren. Ja, du sollst sie definitiv reparieren. Warum? Genau, da reingehen. Data hat zwei Leben. Oh, da ist ein Pilot. Geh töten. So. Jede Menge Schrott, Treibstoff und Drohne. Ist okay, wir müssen jetzt aber erstmal hier. Du, halt dich an deiner Konsole fest. Stirb nicht. Du reparierst. Du hilfst mit. Karas ist gleich tot. Der Typ ist aber auch gleich tot. Okay. The Rock hat's repariert. Mach das hier auf. Wir brauchen Sauerstoff da drin. Kriegst du Schaden? Nö. Gut, Energie davon ab und Energie dahin. Wart, bis mehr Sauerstoff da ist. Ich will jetzt nicht Data reinschicken und ich krieg den Instant-Schaden und gib um. Ja, gut. Du dahin, du dahin. Das war grundlos ziemlich hektisch. Vor allem, weil wir uns dann laut getroffen haben. Und zwar direkt getroffen, unsere Crew. So, Data bitte dahin. Nom nom bitte dahin. Du bitte dahin. Habe ich erwähnt, dass wir neue Crew brauchen? Also egal, was wir finden, wir stellen das ein und ersetzen dann unseren Piloten hier mit dem. Und dann kann Karis oder wie auch immer der heißt, hier irgendwo hocken und nahkämpfen. Und nicht mit seinen Stachelklauen versuchen, Raumschiff zu lenken. Das ist irgendwie albern. So, dich deaktivieren, dich aktivieren. Jump. Könnten versuchen, den auch noch mitzunehmen. Das müsste hinhauen. Gib ihm. Und nix.
Oh, zählt er schon als feindlich? Nee, es blinkt nicht rot. Okay, auf zum Händler. Hoffentlich kein Kampf, hoffentlich kein Kampf. Gut. Wir haben Crew. Mit sogar Pilotenskill. Oh, das ist Karma. Alles reparieren. Nichts zum Verkaufen. Fertig. So einfach kann das gehen.